Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Train Driver 2. Wir schauen uns eine neue Station an und zwar ist es Porensk. Gibt es seit Januar 2024 hier zum Spielen. Ist als L-Stufe eingestuft, also jeder kann damit hier rumspielen. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ja, wie ihr da vielleicht schon im Plan seht, wir haben hier eigentlich zwei größere Stationen. Einerseits Porensk, das ist jetzt die Station, wo wir hier gerade direkt sind. Und dann haben wir noch Wola Porenska, so ein kleiner Halt, wo vor allem die S-Bahn und so weiter stehen bleibt. Und wir haben hier auf der Station noch eine Industrie, ein Kohlekraftwerk. Das ist da hinten, aber das schauen wir uns gleich in Ruhe an. Das ist das Hauptstellwerk. Ich mache mal kurz die GUI wieder an. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Die sieht von hier oben so aus. Wir haben eine Steuerung für den Bahnübergang. Der ist da hinten. Ich weiß nicht, ob man von hier aus sieht. Ja doch, da hinten ist er. Die Steuerung sollte ja jeden soweit eigentlich klar sein. Ansonsten hier drin das Übliche, wie man es erkennt. Uhr funktioniert leider nicht. Schön wär's. Ansonsten gibt es hier nicht sehr viel zu sehen. Es hat aber hier beim Stellwerk ein kleines Easter Egg. Das zeige ich euch mal, wenn man aus dem Stellwerk rausgeht. Da hat es den Kollegen hier, der sich überhaupt nicht freut. Und das sieht so aus. Was hätte er wohl ein Knöllchen bekommen? Der Arme. Und nur so ein Sidekick. Hat noch einen Sportwagen hier. So muss das. Okay. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal ganz schnell hier nochmal um. Und da schaut, ob wir da noch irgendwie was entdecken. Bevor wir uns den Bahnhof anschauen. Nee. Sieht alles ziemlich normal aus. Hätte ja sein können. Okay, ab zum Bahnhof. Einmal hier raus. Beziehungsweise, ja doch, das mal zum Bahnhof. Damit wir den hier gesehen haben. Ja. Hier sind die Leute wieder fleißig am Party machen. Hier haben wir den Bahnsteig. Wo kommen die Leute hier rauf? Also runter. Ist halt modern aufgebaut. Ich meine, ist passt soweit eigentlich ganz gut. Da hinten der Bahnübergang, da die Ausweichgleise bzw. das eine Gleis dann für die Industrie. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz die vier Points an, die wir hier haben. Also einerseits, klar, Porenz, wo wir jetzt gerade drin gewesen sind. Dann 103247 ist dieser eine Bahnübergang, den wir da steuern können. Also wenn wir hier nach links schauen, dann sehen wir den Bahnhof. Mal schauen, ob hier soweit alles tutti ist. Und dann haben wir hier noch Elektrovodnia, kann sich aussprechen. Das ist dieses Kohlekraftwerk hier. Und da stehen auch ein paar Goodies hier rum. Das ist das Kraftwerk hier so an sich. Und das, was ihr jetzt da an Rollmaterial seht, das ist das, was ganz normal mit der Szenerie hier so mitkommt. Ich habe daran nichts verändert. Und dann entsprechend die Wagen. Wir könnten ja mal schauen, ob wir hier durchkommen. Ja, ich komme hier durch. Da ist gleich noch ein paar mehr Kollegen. Was hier hinten noch was? Nee. Aber wir könnten jetzt mal kurz nach da unten schauen, was es da so noch gibt. Die Strecke von diesem Kraftwerk bis nach Porensk, die geht ein bisschen. Aber das werden wir uns dann später anschauen, wenn wir hier mit einer Lok reinkommen und die Strecke einmal abfahren. Dann werden wir in alle Richtungen einmal kurz fahren, damit ihr die Szenerie im Detail gesehen habt. Mensch, langer Verband hier. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Sachen schweben hier. Details. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. So. Auf dem Kohle hier. Warte mal, wollen die hier schaufeln? Okay. Wünsche ich euch noch viel Spaß damit. Könnte ein bisschen dauern, bis das hier fertig wird. Und da dann fiktiv, denke ich mal, die Entladung hier. Hier hinten dürfte dann alles wieder zusammengehen. Ja. Dürfte aber, glaube ich, nicht sehr weit gehen. Nee. Da hinten ist auch schon der Stumpf. Einmal für die Lok zum Umsetzen.
Alles nur mit der SM aktuell. Sollte aber, glaube ich, soweit klar sein. Und vorne geht es dann eingleisig raus. So, schauen wir uns mal Vola Prenzka an. Södere. Das wäre jetzt quasi links von unserer Station. Da hätten wir hier einmal die Ausweiche. Da können auch mal lange Züge auf die Seite genommen werden. Hier der Bahnsteig, da der andere. Und das ist auch der Bahnübergang, den wir im SCS steuern können. Also ich mache gerade mal zu. So. Und zu geht er. Nicht sehr viel zu sehen. Da hinten sind die Signale. Hier das kleine Dorf. Ja, das war's. Okay, von den Spawns her haben wir TM2 einmal für den Triebwagen und TM5 den Triebwagen. Das ist die Abstellung. Das ist, wenn wir hier in dem Hauptstellwerk hier reingehen. Da hinten. Und dann haben wir einmal M. Das ist hier das alleräußerste Gleis. Das hier draußen. Und dann schauen die Züge in die Richtung nach da unten zum Signal da hinten. Das da hinten. Das soweit zu den Spawns. Also gibt es da soweit auch nichts Spezielles oder etwas, was man beachten sollte. Wenn man hungrig ist, da hat es gleich mal einen Alli hier unten. Sehr praktisch. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier mit einer SM hier rein. Weil später dann fürs Kraftwerk, wenn wir das dann brauchen. Und von der Strecke nehme ich mal einmal ab. Es ist nämlich so, zum Anschluss ZF, der was nach hinten rausgeht, haben wir eine Streckenlänge von 3,9 Kilometern. MT, rechts raus, sind es 3,7 Kilometer. Und das Stück zwischen Porensk und Vola Porenska, das ist 5,8 Kilometer lang. Das vielleicht beachten, wenn ihr da Züge reinschicken wollt, beziehungsweise sie kreuzen sollen, dass sie da einen kleinen Moment unterwegs sind. Okay, also, für euch einen kleinen Cut und wir fahren die Strecke dann einmal ab. So, da wären wir schon wieder. Ich habe mal unsere SM hier geholt. Wir werden jetzt in die Richtung von Vola Porenska fahren, damit wir auf der anderen Seite wieder reinkommen und dann in die Industrie reinfahren können. Gut, also, rein in die Lok. In der Ansicht bleiben wir. Einmal rückwärts und Schmackes. Weil das Ganze mal hier ein bisschen schneller geht. Wir werden das mal hier mal die Landschaft mal genau beobachten. Ah, ist schon eine nette kleine Station. Und wenn man mal hier nach rechts guckt, wir sind hier erhöht. Oh, alle kriegen gerade eine Cola-Lieferung. Ah, und da der untere Eingang zum Bahnhof. Ja, ja, ich drück ja schon. Alles gut. So. Das Gleis hier zu unserer Rechten geht dann hier zum Kraftwerk. Schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und dann haben wir hier Top Speed 140. Das ist ein kleiner Bauernhof hier. Oh, good to know. Naja, kriegt ja schon. Das Gleis verläuft erstmal eine gute Weile hier parallel. Und zwei Bahnübergänge sollten uns dann gleich noch begrüßen. Und den Prenz darf ich da nicht vergessen, mir dann selber SZ zu geben. Schauen wir uns das mal von der Seite an. So, das reicht. So, da hinten sieht man schon den Schornstein. Es ist schon ein kleiner Weg dahin. Und da verlässt uns jetzt das Gleis. Schon ein bisschen zugewachsen. Was auch immer das hier ist. Wird vielleicht zum Kraftwerk, wer weiß. Und da hat hier ganz viel nix. So, Bahnübergang Nummer 1.
überschaubar. Ja, okay. Transformatorstation, so wie es aussieht. Da rückt auch der Wald schon wieder näher und irgendwo da hinten ist Bahnübergang Nummer 2. Ja, da ist schon mal die Ankündigung dafür. Aber immerhin, man ist hier relativ schnell unterwegs, ohne einer Langsamfahrstelle hier drin. Kann man hier mal ein bisschen durchrauschen. So, Vorsignal 4H. Mal wieder meine SAP-Hilfe. Die ist sehr praktisch bei Login-Fahrten. Da ist er ja. Silly. Klein, aber fein. Hier die Bundesstraße. Und davor ist auch schon der Haltepunkt. Ist nicht weit weg. Jetzt muss einfach nur das Timing passen. Machen wir da mal SZ. Na komm. Dankeschön. So. Vielleicht ein bisschen mehr Schmackes. Ja, sieht doch eigentlich ganz schön aus, wenn man hier durchfährt. Ein bisschen Abwechslung. Komm, gib Schmackes. Ach, warte mal, ich muss ja wieder ganz ausmachen. Wenn ich jetzt mit der Geschwindigkeit übertrieben habe. Sidney. Für Verschubfahrten. Wenn man die tatsächlich da hinten machen will, aber ich will es ja eher nicht tun. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich auch wirklich wieder auf der anderen Seite rauskomme und nicht wieder hier rein. Wenn der Einfahrt habe ich mir auf der anderen Seite ja schon gestellt. Ja, ziemlich landschaftlich hier. Ja, genau, landschaftlich. Bäuerlich mehr so. Und hier sieht man nichts wegen dem Hügel. Auf 94. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber die Szenerie an sich ist komplett fiktiv. Eine Seite soll eigentlich nach Schermin runtergehen, gemäß Beschreibung. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen von beiden Seiten eingekesselt. Södre, Übergang. Kann ich vielleicht ein bisschen langsam machen. Oh, na, komm auf der Seite rein, wo ich das haben will. Bisschen länger. Liebing! Da einmal der Übergang. Oh, das schaut schlecht aus.
Ja, wir sind auf der falschen Seite reingekommen. Schade. Ja, gut. Dann fahren wir nochmal in die andere Richtung. Tja. Einmal auflösen. Dankeschön. Ja, ja, ich drücke ja schon. Oder mache ich mal schnell einen Cut und wir sehen uns in Gorenzk wieder. Ich meine, den Abschnitt haben wir jetzt ja doch gesehen. Ja, okay. Ich glaube, ich werde das mal kurz machen. Also, ich fahre jetzt mal bis Gorenzk, beziehungsweise bis Mandau mal schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann fahren wir hier hinten mal zum Kraftwerk rein. Bis gleich. Einen Cut später sind wir schon wieder da, wo wir angefangen haben. Die Fahrstraße ist auch schon da. Fahren wir mal nach da hinten. Und schauen uns mal, was uns das erwartet, streckentechnisch. Ob es da was Tolles zu sehen gibt. Aber diesmal werde ich nicht mit Fullspeed und Signal vorbei. Wir wollen doch keine Entgleisung hier sehen. Gut, Robot, ich wollte schon einige sehen, aber das machen wir nicht. Södre, wunderbar. Achso, falls ich hier nicht gesehen habe, also die Abstellung da unten, so auf der Seite, da unten, die ist natürlich komplett elektrifiziert. Aber nicht sehr lang, das ist wirklich nur für Triebwagen da unten. Oder vielleicht einzelne Loks. Aber für sonst nichts Längeres. Ja, so wie es aussieht. Ne, sag mir jetzt nicht, die ganze Strecke ist 25. Och nö. Die ganze Strecke 25. Ja, ja, ich drück ja schon. Es ist langsam. Aber ergibt irgendwo auch Sinn, aber ja, okay. Dann könnte das ein bisschen dauern, bis wir da hinten sind. Na gut, das Video können wir wenigstens ein bisschen schneller fahren. Aber ich glaube, fahrplantechnisch kannst du da hinten nicht enden. Das ist aber nur ein Glauben. Kann schon sein, dass das als Zieldestination mit drin ist. Ich mache mir jetzt gleich meinen Autoklicker hier wieder rein. Ah, schön alle paar Meter, das schöne Klackern hier. Also bis auf das eine da hinten habe ich ansonsten noch keine Easter Eggs gefunden. Könnte natürlich bei den Bahnübergängen nochmal gucken, ob es da was hat. Wäre eigentlich auch noch witzig, da mit Personenwagen da noch hinten zu fahren, mit so einer quasi Art Sonderfahrt. Wenn ein Spieler da mitmacht. Oder man kann sagen, wenn hier die Züge enden, hat man hier noch eine Rangierlok dastehen. Und dann sollen die von den Wagen abkuppeln. Und dann werden die Wagen da hinten reingeschoben. Dann geht man davon aus, dass zum Beispiel hinten das Kraftwerk eigentlich nicht mehr aktiv ist, sondern nutzt du das halt als sehr weit entfernte Abstellung vom Bahnhof. So, du erst mal 10 Minuten hinbrauchst, um die Wagen abzustellen, wieder hinzubringen.
Aber ansonsten, so rein gestaltungstechnisch, passt es eigentlich schon. Also man, die schwebenden Objekte sind so ein bisschen mehr, aber man sitzt die meiste Zeit ja eh nicht. Na komm, wir können mal ein bisschen bremsen, damit das Spiel da happy ist. So. Aber so größere Schnitzer habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. So, ab jetzt wird's neu. Machen wir die Kurve von vorhin. Ach! Da sind ja Tierchen hier drin. Ja, zählt das als Easter Egg? Ah, ich nehm's mal mit. Wird man vermutlich schnell übersehen, wenn man nicht hinguckt. Auch noch mehr Holz hier drin. Oh, mal kurz auf die andere Seite. Das ist eine Becken, was wir vorhin gesehen haben. Und wir fahren jetzt da in den Wald rein und machen da die Linkskurve rüber zum Kraftwerk. Du bist weg vom Gas. Auch eine interessante Ansicht, aber die wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ja, okay. Da gibt es nicht sehr viel zu sehen. Da ist auch was am Rumschweben. Bisschen ungünstig. Na gut. Vertretbar, der kleine Busch hier. Das letzte Feld, fahren wir einmal rum. Und da hinten müsste dann gleich schon mal das Tor sein für die Einfahrt. Hm, da sind aber ein paar bisschen am Rumschweben. Als Schönbauer wird mich das ein bisschen triggern. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann einen interessanten Bahnhof, der vielleicht dieses Jahr mal rauskommt. Gemacht von unserer Community. Der wird super, wenn das Realität wird. Das wird kein kleiner Bahnhof werden. Freut euch da schon mal drauf. Ja, also wenn ihr da hinten einen Zug reinschickt, dann ist der erstmal bei der nächste halbe Stunde weg. Ja, das ist ja schon. Da ist das blaue Tor. Ist sonst noch irgendwas? Nö. Hier ist der durchgehende Wald auf der anderen Seite. Wie sie mehr Schmack ist. Da können wir eigentlich auch gleich schon mal schauen, wo die Weichen in der Grundstellung hingehen. Also Grundstellung im Sinne von, ohne dass man hier was verändert hat, dass sie standardmäßig sind. Södere. Dann machen wir hier mal das Tor auf. So. Bitte einmal öffnen. Hallo. Dankeschön. Und wir fahren standardmäßig geradeaus, geradeaus. Stimmt, die haben ja jetzt die Streifen hier drin. Ah.
Okay, geht da einfach straight rein, ohne dass man in irgendwas reinknallt. Good to know. Okay, das wäre das. Das heißt, wir haben jetzt streckentechnisch alles gesehen von der Station. Da gibt es jetzt sonst keine weiteren Highlights. Ich würde sagen, ich schmeiß mich mal auf den PL1-Server und lasse hier mal ein paar Züge durchfahren. Und dann war es das erstmal als Review von der Station. Also, nächster Cut ist dann, wenn ich ein paar Züge habe, auf PL1. Bis gleich. So, liebe Leute, da wären wir wieder. Ich bin auf PL1 und ich habe tatsächlich auch schon einen Zug, und zwar von Schermin, der nach Brez fahren will. Und da sagen wir ihm doch mal, yes, he's a free, komm rein mit dem Gerät. Der Zug selber, das ist der hier, ein MPE 6L45 von Nordjirka, MTZF, Schermin, MT. Kommt also genau richtig. So, dürfte also nicht mehr lang dauern, bis hier klingelt. Ich habe mal den Bahnübergang aufgemacht. Der war ein bisschen langweilig. Bin ich doch ein bisschen, ja, ich glaube 20 Minuten sitzt jetzt hier drin. Bis jetzt hier mal geklingelt hat. So, angenommen ist. Gehen wir in unsere Hütte hier rein. Und machen hier schon mal zu. Wunderbar. War jetzt lang genug offen. Zu geht er. Ja, da geht eine Straße weg, sehe ich gerade. Easter Egg vielleicht? Hm. Wo? Hä? Okay. Ich habe mir das tatsächlich noch nicht angeschaut, wo wir da eigentlich stehen. Aber ja, kann man machen. So quasi Kameraposition. Why not? Gut. Ich frage mich, wie das wohl für einen Lokführer aussieht, wenn ich hier drin bin. So, Fahrstraße. Fahrst du mir ein auf die C? So, den Kollegen hier drüben müssen wir auch mal drehen. Gut, und Fahrstraße gibt es noch keine. Das ist erst, wenn er da ist. Wenn wir da nichts kaputt machen. Und dann fährt er weiter nach LCS Glodo. Schauen wir mal seinen Fahrplan an. Wie fährt denn der? Also Sherman ist sein Start. Romani Vizi, Glono, Ozoko. Bis nach Perzo. Ja, netter kleiner Fahrplan. Mit dem Blauen unterwegs. Alles klar. Ansonsten, SPDR war soweit auch ruhig. Dann warten wir doch mal, bis er dann da ist. Und dann schauen wir weiter, dass wir ihn entsprechend zeitig wegkriegen. Ja, wer nervt. Ah, Abfahrtsmeldung. Das ist vorbildlich. Nice. Ja, dann würde ich sagen, gibt es noch meinen kleinen minimalistischen Cut, bis er da auftaucht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, der Kollege ist da. Oh, das ist noch neuer. Sagen wir mal hallo. Bitte. Schauen wir mal, was sauber hier durchkommt. Sind in letzter Zeit viele Elkis unterwegs. Gut, ich habe sowieso immer das Glück, dass ich so ein Elki-Magnet bin. Aber das ist ja nicht immer was Schlimmes. So, wie lang ist denn der eigentlich? 140 Meter. Ja, 283 Tonnen. Das sollte gut fahrbar sein. Aber dürfte eigentlich schneller fahren. Und genau jetzt sollte er eigentlich bei mir da sein. Und um 37 soll er bei Porenska durchgefahren sein. Da ist er. Das sieht noch gut im Internet aus. Ja, es sieht schon schön aus, wenn er da von der Kufen reinkommt. Prüfen. Ja, ist zu.
Das wäre es jetzt noch gewesen. Hat er gut gemacht. Das Internet. Südre. Da kommt er. Ist dann hinten schon frei? Ja, hinten ist schon wieder frei. Kann ich den Kollegen hier wieder nach oben machen? Also, falls ihr fragt, ne, ich drücke da zusätzlich einen Hotkey, dass ich hier nicht gedrückt halten muss. Das ist noch ganz praktisch. Kollege, du bist schon 2 Minuten zu spät. Ja, kann man gelten lassen. Okay, lassen wir mal weiterfahren. Ja, wenn ich das natürlich so mache, dann muss ich auf den Badeübergang warten. So, freie Fahrt. Und LCS Glödo fragen wir auch gerade mal an. Was ist denn? Ja. Habe ich schon mal vorbereitet, während ich gewartet habe. Oh, da will mir jemand die Fahrstraßen in der richtigen Reihenfolge. Die Strecke in der richtigen Reihenfolge sind. Okay. Die wir mal abstempeln. Jetzt sind es 3 Minuten. Das ist hoffentlich Glono. Yeah, ist frei. Glono LP. So, einmal verbinden. Glono LP. Nice. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück und während er noch da ist, kommt hier jemand rein und will einen Fahrplan haben. Das wäre natürlich nur schön. Ich gehe jetzt mal nach WP. So, wo stellen wir uns da am besten hin? Wir können die Schranke noch irgendwo mit im Bild. Andererseits. Ja, wenn ich den Kameraschwenk mache, dann sehe ich es ja sowieso. Gehen wir wieder nach unten. Dann sehen wir ihn da von der Kurve her. Servus. Stimmt, eigentlich hier drin könnte ich nochmal wegen Easter Egg gucken. Dann nur so ein bisschen reinlaufen. Was machst du da? Gar nicht aufgefallen. Hat vermutlich was verloren. Nee. So, was macht der Badeübergang? Mal kurz angucken. Sieht gut aus. Also ich hatte hier schon Störungen, aus welchem Grund auch immer. Und ich finde es dann nicht so geil, wenn der Zug immer so hin und her zittert. Ja, Wahnsinn. Da habe ich einen zweiten Zug. Mit einem selten genannten Fahrernamen. DEP. Sag das ganz bewusst so. 7 Minuten bleibt der im Poreng stehen. Der kommt genau von der anderen Richtung. Ein bisschen länger unterwegs. Nee, German, Metzger, Klinik, Cravo. Nichts Langes. Oh ja. Jeder wie er will. Ha, der Schrank ist super.
Oh, der geht aber spät zu. Da ist ja der Zug schon fast da. So. Geben wir mal Blüss Blüss und dann schreibe ich da schon mal vor für die Party. Plus 3. Das geben wir uns jetzt hier nochmal. Ah, ich mag das, wenn jetzt nicht da so in den Kufen reinliegen. Dau! Okay. Letztes Glulu. Und Steppel. Perfekto. Dann werden wir jetzt erstmal. Oh, haben wir da oben vergessen. Dann werden wir erstmal arbeitslos. Dann kann ich jetzt hier. Ah, Schranken geht wieder nach oben. Sehr gut. Mal ganz kurz hier nach hinten reingucken. Da hat es aktiv gar nichts. Hier auch nicht. Das ist irgendwie allgemein nicht sehr viel. Da hat es sehr viele. Was soll denn das eigentlich? Komische Pilze. Katze. Und das scheint es gewesen zu sein. Hauptstraße. Nö. Oh. Da sieht man jetzt nichts rein. Naja. Mal, aber es wird auch hier nicht reingehen. Kann man das als Easter Egg werten? Dass die da hinten hier am Rumgraben sind. Old, old, old. Naja, okay. Jetzt ist gerade nochmal ein Fahrplan reinkommen für 17.07 Uhr. Vom gleichen Typen. Hat irgendwie neu gemacht. War er jetzt länger? Nö, nicht wirklich. Basilko oder 8 PT. Mir bleibt jetzt nur noch eine Minute stehen. Sieht noch Autofahrplan aus. Schauen wir mal kurz hier hinten nochmal. Das sieht alles nach Easter Egg freier Zone aus. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, gibt's erstmal wieder einen Cut, bis hier wieder was Spannendes passiert. Bis dahin, bis gleich. So, es ist wieder Zeit für ein bisschen Action. Ich wurde für den nächsten Zug angefragt. MG DLA für den 38087. Ja, es ist auch hier überhaupt nichts los. Ich bin jetzt seit nicht ganz einer Stunde hier drin. Das war der einzige Zug, der bis jetzt durchgefahren ist. Jetzt kommt der 2D mit dem DIP. Und dann habe ich jetzt noch... mal kurz annehmen. Dann habe ich noch diesen ZXS um kurz vor Schicht, der bis 18 Uhr eingestellt. Länger wollte ich jetzt hier nicht machen. Ja, und das ist dann ein bisschen mau. Also es ist eine ruhige Station. Das erste. Wir gehen mal unseren Hauptposten hier rein. Bitte nicht lenken. Dankeschön. Gleich ist wieder wie vorher. Also bevor ich das Video gemacht habe, war ich in der Station schon mal für ein paar Stunden drin. War es am Abend, was habe ich, glaube um 18 Uhr oder so angefangen. Bis 23 Uhr, da ging dann schon ein bisschen mehr, aber es war jetzt nie so, dass es jetzt mal richtig stressig war. Also ich habe es einmal gehabt, dass von zwei Seiten die Züge gekommen sind, dann haben sie sich mal kurz gekreuzt. Und das war's dann eigentlich. Also denke mal ganz gut für Anfänger. Dass man hier nicht gleich Zug macht, wird hier mit den Zügen. Gut, ein bisschen aufpassen. Bei Kreuzung muss man halt schon noch. Auch bei Verspätungen. Aber zum Anfang tut es dann schon. Hier mit dem SCS. So, der Kollege. 38097 wird hier halten um 7 nach. Kann ich schon mal den Text vormachen. Ist Basilko 34. 38097. Da sitze ich gerade nicht, was abgeschnitten ist. So, war auch das vorbereitet. Und jetzt ist er 7 nach in 7 Minuten, also soll er da sein.
Aber ansonsten, wie ihr seht, ist gut was los. Heute ist Samstag, 17 Uhr. Einige Stellwerke da. Ja, ich glaube, ich werde im Anschluss vielleicht selber eine kleine Runde fahren. Na, die Zeiten schauen nicht alle so gut aus. Die sind alle so knapp eingestellt. Gibt es noch keine geilen Fahrpläne? Was haben wir hier? 20 Uhr, 23 Uhr, einer. Ansonsten 20 Uhr, einer ohne Limit. 22 Uhr, 21 ohne Limit. Gut, ich wollte nur explizit bis 18 Uhr. 20 Uhr, 21. Da auch einmal noch ohne Limit. Naja. So, die Lage. Okay, dann warten wir mal auf den Zug. Und wenn er da ist, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Also, kleiner Cut für euch. So, es ist soweit. Italiener ist da. Sagen wir mal hallo. Ja, hätte gerne normalen Doppelpunkt. So. Und währenddessen habe ich schon mal angefangen, das Video hier zu editieren, beziehungsweise den ersten Teil von dem Video, als wir uns hier das Stellwerk genau angeschaut haben und die Streckenfahrt gemacht haben. Und da war ich so schlau und habe euch den Teil da hinten gar nicht gezeigt. Das heißt, wenn der letzte Zug durch ist, setze ich mich nochmal in eine SM42 oder irgendwas anderem. Und dann fahren wir hier nochmal den letzten Streckenabschnitt hier ab. Damit dieses Video soweit complete ist, dass wir hier alles gesehen haben, alles mitgenommen haben. Tja, ja, ich weiß. Aber wir haben jetzt ein Standardding. Da kommt er ja. Oha. Du bist aber auch bunt gemischt. Der fährt schon mal wesentlich flotter rein, als wie der erste. Boah, einmal alles mit dabei. So, zeitlich um 7 muss er abfahren. So, gehen wir mal wieder hier rein. Und um 10... Wasilko. Wasilko kann ich eigentlich gerade schon mal fragen. Wasilko. So, hat man da mal gefragt. Er ist da. So, vielleicht war das jetzt auch schon Wasilko. Das wäre das. Hier machen wir wieder auf. Und sagst du ja? Yes! CZB. Die zu Wasilko CZB blockieren. Dankeschön. Bei den Pantos, was ist da los? Zwecks anfahren zum Schonen oder wie? Okay, kurz abstempeln. Ja, zwecks anfahren war das. Kann man machen. Gut. And save right. Okay. Dann Standardwechsel. Wenn wir schon mal einen Zug hier haben, dann natürlich schön mitfilmen.
Danke sehr, von der Chef. So, darf man nach oben nicht vergessen. So. Wenn das Signal jetzt weg wäre, das wäre natürlich ideal. Temporär ausblenden. So, schauen wir mal kurz in SCS. Bahnübergang macht auch mit. Keine Störung, finde ich schön. Oh, und einer, der auch pfeifen tut. Extra Pluspunkt. Ja, erster ist noch aktiv. Ich schau gerade so zeitgleich wieder auf SCS. Wann der zweite Bahnübergang reagiert. Das dann genau zeitgleich ist, wo er da hinten auftaucht. So vom Sehen her. Jetzt hat der zweite reagiert. Und da geht er runter. Auch wieder so spät. Bisschen sportlich, finde ich. Aber es wird schon passen. Oh, warte mal. Der Bahnübergang hier hinten. Naja. Hätte ich ja schon längst eine Störung sehen, wäre da irgendwas gewesen. Und was ich mir auch noch so überlegt habe, Züge, die jetzt in die gleiche Richtung fahren wie er da jetzt hier. Wenn die hier ein PH haben, macht es doch eigentlich Sinn, dass man die auf das Gleis hier reinschickt. Zwecks für die Passagiere. Dann klar, da wird er dann hier abgebremst. Aber die Leute von dem Dörfchen hier. Ciao, Kollege. Oh, steht's. 38097 departed. Warte mal schnell abstempeln. Ja, der Gedanke war, die Leute, die was ja von hier aus dem Dorf hier kommen, brauchen ja dann nicht hier über die Gleise gehen, sondern brauchen nur hier hingehen. Für diese Fahrtrichtung. Wobei, wenn ich jetzt mal genau überlege, würde die gleiche Theorie auch für die andere Richtung passen, dass wenn die hier Halt haben, dann hier rein. Wie man es halt mit dem Komfort nimmt für die Leute. Aber man, es hat zwei Bahnsteige. Macht dann vielleicht schon Sinn, wenn man sagt, okay, alles, was zu uns reinfährt, bleibt da stehen und alles hier rauf. Auf dem Bahnsteig hier. Naja. Jeder, wie es dann haben will. Also, Fakt ist, der nächste Zug ist um 17.53 Uhr. Bei mir ist es jetzt 17.12 Uhr. Sehr viel Pause noch. Und da gibt es natürlich einen Cut für euch, außer irgendjemand spawnt hier nochmal rein. Dann machen wir den letzten Zug aus der anderen Gegenrichtung, der wird hier nur durchrauschen. Denke ich mal, den werden wir schnell durchkriegen. Und dann schauen wir uns den letzten Streckenabschnitt an. Soweit der Plan. Also, bis dahin ein kleiner Cut. Jetzt ist es passiert. Ich habe tatsächlich noch einen Zug dazu gekommen. So, ist der Anschluss. Wollen Sie da für den Zug dann für 97303 frei. Ist aber schön, wie das geschrieben worden ist. Und zwar aus der ZF-Richtung, der ICT, bleibt hier sogar stehen, Telnia. Gostin gestartet um 17.18. Fährt nicht nach Bezinska irgendwas? 18.13, ja. Das wird der erste Kiebel sein, hier auf der Strecke. Nice. Das heißt, kann den auch signaltechnisch hier anhalten. da klingelt's. Nochmal abheben. Wunderbar. So, meine Damen und Herren, auf Gleis 1 kommt der nächste Zug an. Geht rüber, wenn der Schrank getüst, dann ist vorbei.
würde sagen, warte mal, wann soll er da sein? 17:24. Dann lasse ich noch ein bisschen offen. Ja, ich würde sagen, wenn der Pfeil dann durchgehend ist oder kurz vor 24, gebe ich ihm mal die Einfahrt. Damit er dann nicht auf Rot gerade hinfährt. Das ist so ein Unding, dass manche Leute einfach keine Einfahrt geben. Aber klar, es gibt Situationen betriebliche, da geht's nicht. Aber ja, ich sage mal so, in 3/4 der Fälle kann der Fahrdienstleiter die Einfahrt machen, wenn er weiß, dass ein Zug da kommt. Gut, okay. Also, ihr kennt es. Kleiner Cut. Bis gleich. Tadale, ist soweit. Pfeil ist rot. Dann machen wir hier mal die Einfahrt auf Gleis 1. Heißt, unsere Kollegen gehen hier zu. Fällt gerade jetzt erst auf, da hat es nicht mal so eine kleine Lichtwarnung, dass da hier zugeht. Ich habe das schon gesehen, dass dann hier die entsprechenden Lichter hat, die anfangen zu blinken. Wenn der hier zugeht. Naja, teils. Stelle ich mich denn jetzt hin? Ich denke, Bahnsteig ist schon ein bisschen besser. So. Bis zum Kiebel. Texttechnisch habe ich auch schon vorbereitet. Jetzt bin ich abgefahren. Das ist sehr gut. Passt. Und dann nur noch auftauchen. Und ansonsten, der andere hat auch noch keine Verspätung. Läuft für Tele2 Verhältnisse ja richtig gut. Zeitentechnisch. Ah, und was wir noch tun können, das ist hier den Block hier einmal drehen. Habe ich das schon mal gemacht. Es gab vor dem Stellwerk auch eine SBK-Version. Ich habe da gerade das Glück, dass ich da eine Variante davon gesehen habe. Sogar mit automatischen Fahrstraßen. Haben sie aber leider nicht fertig gemacht. Wurde dann entschieden, SCS zu machen. Aber SBK hier drin mit automatischen Fahrstraßen hätte ich jetzt nicht nein gesagt. Oder, dass man beides machen kann. Würde ja theoretisch ja auch gehen, dass man dann auswählen kann. Mach entweder SBK oder SCS. Das wäre eigentlich bei anderen Stellwerken schon noch geil. So, einfach mal durchprobieren. Mache ich jetzt lieber SBK oder SCS? Disco zum Beispiel mit SCS. So, 24. 2 Minuten noch. Ach, die Leute hier. Mal schauen, aber dann, wenn er hier losfährt, Hupen tut oder ob stumm bleibt. 50-50 Chance. Okay, jedenfalls erstmal kleiner Cut, bis er hier ist. Und auf magische Art und Weise ist er aufgetaucht. Sag mal ein paar Witter. Level 12. Ah, ich glaube, der wird gucken. Ja, wobei, das kann man mit dem Level irgendwie gar nicht sagen, es grundsätzlich irgendwie wenige tun, egal was für ein Level. Aber er ist gut in der Zeit. Wir haben es jetzt 17:23. 24 soll er hier am Bahnsteig sein. 25 wieder abfahren. Also ich kann jetzt täuschen, aber ich glaube, der hat da hinten schon gepfiffen. Stimmt, da hinten ist ja noch ein Bauwagen. Das sollte man vielleicht nochmal geben. Soll ich es jetzt machen oder warten, bis er hier reingefahren ist? Na, Kiebel gehen wir schon noch ein paar Panorama. Das muss sein. Na, wo ist er? 24 ist es.
ist er ja. In Rot. Wer nervt? Tschüss. ZF, jetzt schon. Ja, kommt von mir aus jetzt schon kommen. Okay. So, Giebelcam. Junge. Da hast du dich jetzt aber mal ganz schön verbremst hier. Das habe ich gesehen. So, und das Signal schaltet hier nicht auf Fahrt. Das finde ich geil. Ah, doch, jetzt. Jetzt geht's aber spät. Ja. Kein Halt heute in Porenzka. Ja, hat er selber gemerkt. Tja, okay, hätten wir das. Jetzt werde ich aber Spawning mal zumachen. Gehen wir hier nach Porensk. Einfach nur for the time being machen wir den Bahnübergang hier schon mal zu. Jetzt vergesse ich es nur später. Abfahrt um 17.30 Uhr. Was ist das? Bretti. Okay, das sehe ich nicht. Dann können wir für den nächsten schon mal die Einfahrt machen. Ist der Bahnübergang wieder zu? Ah, ich warte mal ein bisschen. Will ich Obo? Will ich Obo? Will ich Obo? Wo bist du? Da. Ah, nee. Shit. Wo ist meine Textvorlage da? Boah, 97303. Wäre das erledigt? Gut, dann ist aber der Plattform nicht, hat er sich nicht verbremst, sondern also überhaupt den Christen, dass er überhaupt anhalten soll. Dann hat das Signal gebremst. Ich glaube, dass beide Züge jetzt hier drin sind, zeitgleich. Ich glaube, für das wird es nicht ausgehen. Und den einen sieht man gar nicht von hier oben. Du musst effektiv hier rausgehen. So, bin ich Obo. Was los? Schreib mal. Hat er was zu tun? 5 Züge. Aber Level 20. Ich glaube, der ist ein bisschen beschäftigt. So, Kollege, wo bist du denn? Da ist er ja. Okay, gehen wir mal wieder hier oben nochmal auf die Nerven. Ich hätte den gern pünktlich hier weg.
So, hat geschrieben, ist frei. Ne? Will ich Hobo. Oh ja. Perfekt. Ja, dann kann ich ihm die Auswahl ja auch schon mal geben. Stellen wir uns hier mal hier hin. Sidre, die Potted. Schon mal vor reinschreiben. Was ist eigentlich mit dem anderen? Das hat die Zeit noch nicht mal angepasst. Was war denn der? Okay, abgefahren. Abgefahren. Sehr gut. Wollen wir mal nicht so sein. Den gute Fahrt noch. Ach, die mal frei kuppeln können, das wär's. Wenn man mit anderen Kombinationen hier mal rumfahren könnte. Vielleicht fürs nächste Patch mal so ein Ding. Gut. Der Kollege. Ist er jetzt über Signal? Oh ja, ist er. Ja, dann einmal die Einfahrt. Und mehr gibt's noch nicht. Und wenn er da ist, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Und dann machen wir dann den letzten Streckenabschnitt. Also, bis gleich. Tja, erst dem letzten Zug wird leider nichts. Der ist einfach nicht aufgetaucht und die andere Station hat einfach den Block aufgelöst. Ich habe danach gefragt, was mit dem Zug ist. Ja, keine Antwort bekommen. Er ist, also der Fahrplan existiert noch, aber er ist nicht da. Jetzt noch einige Zeit gewartet. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns jetzt dann gleich in der Lok und wir fahren den letzten Abschnitt noch, den ich noch nicht gezeigt habe. Und dann war es das mit der Vorstellung von der kleinen Station hier. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Zettele, einmal den Server gewechselt und ich habe da mal einen fahrbaren Untersatz für uns. Eigentlich sogar zwei. Also Anhängsel. So, gehen wir mal rein. Ich habe mir einfach mal eine Rangierfahrt gegeben und dann können wir auch hier schon mal losheizen. Oh, das muss ich im Edit garantiert leiser machen. Das Ding ist so brachial laut. Schauen wir mal, ob es da was Interessantes zu sehen gibt auf der anderen Seite. Sollte ich ja ohne Probleme weiterfahren können. Naja, eigentlich schon. Auf die Idee hätte ich eigentlich früher kommen können mit einem Rangiersignal. So, Schmackes. Gott sei Dank ist auf der Stufe ein bisschen leiser. Vielleicht fahre ich später als Lokleer zu. Mal überlegen. Okay, ist irgendwie gegenteilig wie von der anderen Seite. Hier sind wir hier oben und nicht so eingepfercht. Das ist das Vorsignal. Aber ich glaube für die Verwendung, für die Station werde ich noch Verwendung haben im Fahrtag. Eingleisig mit Speed hier. Ja.
damit kann man was machen. Na, Spiel, ich weiß. So, belassen wir es mal bei der Geschwindigkeit. So, geht's auf der gleichen Seite jetzt auch wieder rein. Feld-Action hier. STS ist aber auf jeden Fall auf einen anderen Monitor bereit, um schnell zu reagieren. Ah, und da werden wir wieder auf magische Art und Weise. Ja, jetzt sind wir da reinkommen, wo wir auch reinfahren sollen. Dann könnten wir also eigentlich noch schnell in die Abstellung reinfahren. Södli, 3 Kilometer noch. Kann ich... Nee, dafür muss ich anhalten. Okay, dann fahren wir noch ein bisschen in den Bahnhof rein. Und dann fahren wir noch in die Abstellung, dann haben wir aber wirklich alles gesehen und überall reingefahren. Alles tutti completi. So, alle green zum Bustet. So, Level Up. Schön runterbremsen. Oh, der schiebt aber ganz schön da von hinten. Ja, bisschen verschätzt. Oha. Oha. Ich möchte jetzt nicht über Rot kacheln. Holy Schmucks. Das war jetzt ein gutes Beispiel, warum illegale Konfigurationen echt gefährlich sind. So, sehr gut. Kann ich jetzt da meine Skifahrt da unten reinmachen? Bist du jetzt happy? Ja, jetzt ist er happy. Sag mal, mein Hals. So, da ist offen. Können wir loslegen. Grüße an uns selber. Sehe mich nicht mal. Dachte eigentlich, ich hätte nicht meinen NPC da oben irgendwo hingestellt. Da ist er ja! Alle Probuha. Versteckt er sich da hinten. So. Nice. Einmal da rein. Tatsächlich das erste Mal, dass ich hier reinfahre. Es ist auch in meinen ganzen Sessions jetzt, also 2, noch keiner hier drin gestartet. Ja, ist doch ein bisschen kurz hier. Also diese... ET hat's in sich.
Gut. Ah, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich ausmachen, damit das Ding hier nicht so laut ist. Okay, raus hier. So, liebe Leute, das war Porensk, eine neue Station zum Spielen in diesem Jahr 2024. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Setzt euch doch gerne mal rein. Also, wenn hier ein bisschen Traffic ist, dann können die Leute hier mit 140 rumbrausen. Wird garantiert irgendwann mal in einem Fahrtag auftauchen, die Station hier. Ist soweit eigentlich ganz gut gelungen. Es ist, ja, eher eine ruhige Station. Zumindest habt ihr jetzt so das Gefühl dafür. Also wirklich zugeballert bin ich doch mit Zügen nicht geworden. Bis dahin, ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Macht es gut und Freifahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.